Moin und Weimar Zeit vom Team Vince. Wir waren unterwegs und zwar mit der neuen Field Pro Serie von Parforce. Wo waren wir unterwegs? Ja, natürlich bei uns im Revier und zwar bei allen anfallenden Arbeiten, sei es Hochsitzbau, Gärungen beschicken, natürlich bei der aktiven Jagd, beim Kitze suchen. Wir haben eigentlich alle Arbeiten mit der Field Pro Serie einmal durch. Das Jagdhemd der Field Pro Serie gibt es nicht nur für Herren, sondern auch für Damen. Es ist im Prinzip das gleiche Hemd, aber mit einem völlig anderen Schnitt. Heißt dann auch Jagdbluse bei der Dame. Und der Große, wir hatten vorhin die Diskussion, deswegen lacht sie gerade. Nein, es heißt natürlich Bluse bei den Damen und nicht Hemd. Der Schnitt ist halt der große Unterschied. Wir wissen, es werden immer mehr Damen unterwegs sein im Revier in naher Zukunft. Und finde es klasse, dass jetzt von Parforce auch tatsächlich unterschiedliche Produkte auf den Markt kommen, damit beide Geschlechter wirklich hier ausgestattet werden können. Das Hemd ist nicht nur ein klassisches Jagdhemd, sondern wirklich super geeignet für die Arbeit im Revier, weil es ist so ein fester Baumwoll-Twill-Material, das heißt, es ist wirklich robust, aber es kratzt nicht, weil es innen so ein bisschen angeraut ist. Man kennt das ja von Baumwolle, wenn das so auf der Haut direkt getragen wird, dann kratzt es schon mal. Das kann ich eigentlich hier nicht behaupten, weil durch diese leichte Anrauung ist es sehr angenehm zu tragen und auch das Baumwollmaterial fällt da nicht irgendwie unangenehm auf. Hier oben ist es so ein bisschen mit einem Steppmuster versehen. Aus optischen Gründen wirkt das natürlich ein bisschen schicker. Und wir haben eine Brusttasche mit Reißverschluss hier oben, die dazu dient, für die Raucher, die vielleicht die Zigaretten unterzubringen oder andere Kleinigkeiten. Für mehr ist diese Tasche eigentlich auch nicht gedacht. Wir haben so einen Button-Down-Kragen. Das heißt, hier sind so kleine Knöpfe, dass der Kragen hier runtergeknöpft werden kann. Interessanter ist bei dem Hemd eher schon wieder das, was man eingebaut hat, nämlich im Schulterbereich hinten. Wir schauen mal bei Antje. Und zwar ist hier hinten so ein Meshgewebe drunter. Man sieht das hier. Das verhindert natürlich, dass ich zu sehr schwitze in diesem Hemd, weil die Luftzirkulation durch dieses Meshmaterial stattfinden kann. Das ist im gesamten Schulterbereich immer wieder eingearbeitet hier. Das funktioniert sehr gut und wir halten das Hemd wirklich für geeignet für Frühjahr, Sommer und einen warmen Herbst. Danach muss ich natürlich dementsprechend auch was drunter ziehen. Wir hoffen, der Beitrag hat euch gefallen. Freuen uns über einen Kommentar, den Daumen hoch und wünschen Weidmannsheil vom Team Vince.